Nordberg, ich bin's, Frank. Wer hat dich so zugerichtet? Habermas! Ah ja, du redest von Habermas Deliberation. Dummer! Sehr gut, Nordberg. Du sprichst also von dem Seminar. Wenn's dir besser geht, gehe ich die Texte von Brennan mit dir durch. Trump! Schwester, geben Sie dem Mann Drogen. Sehen Sie nicht, dass er halluziniert? Geben Sie ihm eine Spritze. Nein! Putin! Frank! Putin! Hör zu, Nordberg. Wir können hier nicht darüber reden. Die Öffentlichkeit darf niemals davon erfahren. Bitte gehen Sie auseinander. Bitte gehen Sie auseinander. Es gibt hier nichts für Sie zu sehen. Gehen Sie bitte weiter. Wo liegt eigentlich Russland, Dad? Da drüben, Frank. Willst du da etwa hin? Nein, wir gehören doch bald selber zu Russland. Da ergibt nichts einen Sinn. Heute noch Demokratie, morgen schon Diktatur. So läuft das im Internetzeitalter. Wie auch immer, ich hole mir jetzt erstmal was vom Bäcker da drüben. Und ich werde irgendjemanden bestechen. Ja? Lieutenant Trebin, Spionageeinheit. Oh, ich weiß, wer Sie sind, Trebin. Was wollen Sie hier? Ich will Ihnen ein paar Fragen stellen. Würden Sie Barack Obama wieder wählen? Ah, weiß nicht. Clinton finde ich auch gut. Und was ist mit Donald Trump? Finde ich nicht so toll. Wie sieht's jetzt aus? Okay, finde ich toll. Was interessiert Sie das überhaupt? Das kann ich Ihnen nicht sagen. Vielleicht hilft Ihnen das hier auf die Sprünge. Ich weiß wirklich nicht, ob ich das sollte. Na, fällt Ihnen immer noch nichts ein? Na gut, ich bin von Cambridge Analytica. Cambridge Analytica? Scheißverein. Was? Sag Ihnen, die zerstören die Demokratie. Du stinkender Müllsack, wir retten die Demokratie. Ist ja gut, die Leute sind eh zu blöd zum Wählen. Macht ihr ruhig euer Geschäft. Aber was hat Trump damit zu tun? Warum soll ich dir das erzählen? Hilft dir das auf die Sprünge? Ich werde es dir trotzdem nicht sagen. Kannst du mir vielleicht 20 pumpen? Wie sieht's jetzt aus? Gut, Trump würde sonst nie demokratisch gewählt werden. Denk mal drüber nach.